Ja, hallo, wie versprochen, Rebecca, der Mario, Jagdschule Kretschmer. Wir wollen weitermachen und wir zeigen euch jetzt die Handhabung von dem K98. Ja, ich verschwinde dann wieder im Hintergrund und gebe dann die Anweisungen und die Rebecca, die Liebe, die wird uns wieder die Waffe vorführen. Dankeschön. Wir machen jetzt den K98. Bitte nimm die Waffe auf und mach dich mit der Waffe vertraut. Wo ist mein sicherer Bereich? Sicher Bereich ist dort. So, zunächst werde ich auch hier eine Sicherheitsüberprüfung starten, indem ich zuerst auf die Laufkontrolle eingehe. Dazu entnehme ich den Verschluss, indem ich den Magazinboden erst nach unten drücke und hier diesen Hebel betätige. Schaue ich durch den Lauf. Der Lauf ist frei von Beschädigung und Verschmutzung. Lege den Verschluss wieder ein. Mache eine Stecherkontrolle, ist ein deutscher Stecher, indem ich den hinteren Abzug einsteche und mit beiden Fingern gleichzeitig wieder entsteche. Die Sicherheitskontrolle ist abgeschlossen. Ja, es hört sich schon gut an. Ganz wichtig, klar, Laufkontrolle, Abzugskontrolle hast du uns gut präsentiert. Danke. Und könntest du uns sonst noch was zu der Waffe sagen? Erkennst du noch einige Sachen, die du uns noch mal zeigen kannst oder benennen darfst? Also, hier hinten ist eine Plastik-Hinterschaftkappe. Dieses Gewehr hat einen deutschen Schaft, eine deutsche Backe, einen Pistolengriff, wie man hier sehen kann, Fischhautapplikation am Vorder- und Hinterschaft zum besseren Halt. Offene Visierung ist vorhanden, Kimme und Korn. Hier unten ist ein Gewehrriemenbügel für den Gewehrriemen. Hier ist eine Montageunterbauvorrichtung für das Zielfernrohr. Auch hier ist ein Z-Magazin zu finden. Das hier ist ein Zylinderverschluss mit Kammerstängel. Hier hinten haben wir die Flügelsicherung. Und wie eben schon erwähnt, ist das hier vorne der deutsche Stecher oder auch Doppelzüngelstecher genannt. Die Kaliberangaben finde ich hier vorne in Höhe des Patronenlagers. Ist in dem Fall 8x57 IS, ist infanteriestark. Perfekt, vielen Dank. Ja, dann will ich auch wieder nicht lange auf die Folter spannen. Bitte lade die Waffe mit der dementsprechenden Munition. Wir wollen pirschen gehen. So, dazu kontrolliere ich die Munition, 8x57. Schieb sie langsam da rein. Schließe die Waffe, sichere sie und bin pirschbereit. Ja, Rebecca. Und jetzt gehen wir jagen. Da haben wir einen Überläuferkeiler, 60 Meter. Der Keiler ist frei. So, zunächst gehe ich in den Anschlag, spreche das Wild an. Das vordere und hintere Schussfeld ist frei, der natürliche Kugelfang ist gegeben. Stelle die Flügelsicherung auf entsichert, steche ein, schieße, repetiere die Patrone raus, steche wieder ein. Der Keiler ist verendet. Keiler ist verendet. Ich stelle die Flügelsicherung auf Arbeitsstellung, öffne den Kammerstängel und entsteche die Waffe. Sichere sie und wäre wieder pirschbereit. Gegebenenfalls würdest du wieder nachladen, aber die Situation ergibt sich nicht. Wir wollen den Keiler versorgen. Hahnenruh. So, zunächst stelle ich die Flügelsicherung in Arbeitsstellung, öffne den Kammerstängel, repetiere die übrige Patrone heraus, drücke den Magazinboden nach unten, stelle die Flügelsicherung auf den ungesicherten Zustand, betätige den vorderen Abzug und zeitgleich schließe ich den Verschluss. Und wie man hier sehen kann, ist der Schlagbolzen Entspannt. entspannt. Perfekt, vielen Dank. Sie können die Waffe schießstandgerecht abstellen. Genau, ganz wichtig. Ja, ihr habt also, die Rebecca hat uns gerade ganz schön gezeigt, wie man den 98er bedient. Und ich möchte mich dafür auch bedanken. Hast du Gerne. gut gemacht. Ja, ist nicht selbstverständlich. Hast auch geübt, sicherlich. Ja, also war eine ganz schöne, gute Geschichte. Ja, ihr wisst, war nicht die letzte Waffe, die wir euch vorstellen werden. Wir haben noch mehrere Waffen, prüfungsgerechte Waffen, und die werden wir euch beim nächsten Videoclip vorstellen. Dankeschön, bis dann, ciao.